Hallo und herzlich willkommen zum Daily Roundup mit Embrook. Das wird vorerst das letzte Daily Roundup werden. Und zwar aus folgenden Gründen, aber gehen wir gleich erstmal ins Spiel, erzähle ich dann gleich. Und zwar geht einmal nochmal laut. So, wir sind ins Spiel. So, und zwar wird es das letzte Daily Roundup werden, erstmal aus dem Grunde, weil es doch sehr zeitintensiv ist, diese Geschichte dann gegen Feierabend nochmal zu bearbeiten, aufzunehmen und so weiter und so fort. Und ich kann halt nicht garantieren, dass es rechtzeitig hochgeladen wird. Also zum Beispiel jetzt ist für mich, glaube ich, schon wieder die Uhrzeit. Lass mich mal gucken, wo ist mein Telefon? Lasst mich mal schauen. Es ist jetzt schon wieder Viertel nach sechs und eigentlich hätte es jetzt irgendwann zwischen dem Zeitraum und den nächsten, ja, 2 Stunden hochgeladen werden sollen. Schaffe ich dann wahrscheinlich auch nur, wenn ich zum Beispiel wie jetzt noch eigentlich krank geschrieben bin, dass ich, und ja, wie gesagt, das ist halt keine Art und Weise, was ich gerne meinen Zuschauern bieten möchte, dass ich immer so, ja, so fraglich, wann kommt's denn oder so. Da möchte ich gerne ein bisschen kontinuierlicher sein und da ich das momentan einfach in dem Bereich nicht bieten kann, werde ich mich eher darauf konzentrieren, montags, Dienstag, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, dann lieber ein ordentliches, ich fühle mich irgendwie leicht beobachtet, ein Daily in the Morning abzuliefern. Ein Daily in the Morning, ein Gaming in the Morning abzuliefern natürlich. Fangen wir mal die Kamera hier an. Der Akku wird ein bisschen zu warm, wie es aussieht. Okay. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst, so sehe ich aus. Ja, also wie gesagt, es wird halt das Daily, das letzte, erstmal vorerst das letzte Daily Roundup werden. Aber von den Zuschauerzahlen können die meisten Leute eh nicht folgen. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass wenn ihr dann abends zu Hause seid, der ein oder andere checkt vielleicht nochmal rein, guckt sich das an, wie ich ein bisschen was am Abkokeln bin oder so. Aber ich denke mal, dass die breite Masse dieses Format zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht vermissen wird. Deswegen trotzdem halt nochmal auf um für euch, was ist das denn hier? Oh, ein schönes Herz. Herz. So, ja, wie sagt keiner, ich denke mal, dass. Ist ja auch geil. Fang richtig glühen, fang an zu glühen, Herz. Saug richtig rein. So ist gut, Herz, ja, nimm's auf. Nein. Oh. Ja, was bleibt sonst noch zu erzählen? Vielleicht für die einen oder anderen, die es nicht mitgekriegt haben, so, der, Hexer-Level ist out, dafür ist jetzt wieder Mage-Level in. Quasi, für die, die es jetzt am Daily in the Morning vielleicht nicht mitbekommen haben. Ja, wie gesagt, also es wird halt das letzte heute an. Ich kann es einfach nicht anders. Hier brennen, du Luder. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist es auch nicht jedermanns Sache. Oh, Hosen. Wahrscheinlich ist es wirklich auch nicht jedermanns Sache, mir hier beim Kokeln zuzuschauen, obwohl ich es echt sehr lustig finde, was hier manche Dinge von sich geben, wenn sie dann angezündet werden. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu erwähnen? Bleibt sonst noch was zu erwähnen? Wie gesagt, Mage wird jetzt gelevelt ein bisschen. Ich bin halt immer noch krank oder beziehungsweise wieder krank. Das hat mich halt gestern Abend hat es mich nochmal, oder gestern Morgen hat, das habe ich schon mal erzählt, heute Morgen, glaube ich, ne? Aber auf jeden Fall hat es mich nochmal ordentlich aus der Bahn geworfen. So, deswegen habe ich mich nochmal dazu durchgerungen, einfach hier nochmal das für euch jetzt aufzunehmen. So, halt wie gesagt auch, ja, das letzte sein erstmal. Also, vielleicht ist es auch nur pausiert, ich weiß es nicht. So, vielleicht, wenn ich irgendwann mal hauptberuflich machen kann, kommt so ein Element vielleicht wieder. Weil ich es ganz cool finde, halt wirklich auch täglich zu rekorden, nicht immer nur vorzurekorden, was ich momentan halt einfach tun muss, neben Arbeit und so weiter, um für euch irgendwelchen Content bieten zu können.
Ja, dann gibt es natürlich noch diverseste Probleme ab und zu. Also ich habe zum Beispiel Tomb Raider, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ewig lange schon auf der Platte. Eigentlich seit dem ersten Tag auch wieder. Gestern oder nee, heute Morgen gab es glaube ich den Patch, den eigentlich erlösenden GeForce-Patch, damit es halt auf den GeForce-Karten besser läuft. Komischerweise kriege ich es nicht ordentlich recorded. Ich habe das Gefühl, das Spiel laggt, obwohl es das gar nicht dürfte, weil es halt auf dem Screen, der recorded wird, auch nicht laggt. Und bei, wie gesagt, ich weiß nicht, was es da ist, ob da noch einfach ob ich dann noch ein Patch abwarten muss oder so. Ich habe versucht, es heute für euch anzufangen zu Let's Playen, aber das entspricht nicht meinem Qualitätsstandard irgendwie, und deswegen lasse ich es erstmal nochmal sein. Und ja, also damit ist quasi die Überraschung auch schon raus, was es als nächstes hätte gegeben. So, ja, gut. Zünden wir das auch hier nochmal an. Was haben wir denn hier verändert? Und dann auch nochmal was Neues. Was haben wir denn hier gemacht? Wir haben. Den brauchen wir. Her damit. Den brauchen wir. Her damit. Was bist du hier? Okay, was gibt's hier? Was ist das hier? Miniaturmond. Cool. Was kann ich hier machen? Der neue Ordner. Seefahrerkommando. Magnetisches Herz. Schreckliche Szene. Ich weiß jetzt nicht. Versuchen wir nochmal ein ordentliches Finale hier hinzukriegen. Also wir bestellen jetzt hier die ganzen Sachen ja. So, ich packe die jetzt einfach aus und kann hier einfach alle komplett hier rein tun. Obwohl ich hab gar kein Geld mehr. Miau, 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 miau. Wer bist du? Boah. Der ist. Irgendwie hat diese Bombe dafür gesorgt. Oder war er das hier? Sieht so aus. Ja. Nee, will ich nicht. Ist ja eh gleich da. Keine Ahnung, ich glaube, der Typ hier hat. Nein, 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 nein. Oh, der hat aber auf jeden Fall reichlich dazu gegeben. Ziemlich. Das ist so. Oh. Ist ja geil mit der Gravitation. Wir haben einen Mond, einen Miniaturmond. Ist ja geil. Hey. Miau. Okay. Brennen wir mal den Mond ab. Der Mond ist nun eine Sonne. Ja, auf jeden Die Gravitation ist ja der Hammer. Wir haben dem seine Gravitation gelöscht. Er ist einfach nur noch eine Murmel. Eine fiese Murmel. Ja, versuchen wir doch einfach mal nochmal. Ich hätte jetzt mal Bock, und zwar werden wir aus dem ersten Katalog mal komplett nochmal einfach alles mal erörtern. Ja, nicht so teuer sein, alles.
Und dann machen wir noch mal das. Das war natürlich das auch nicht angefackelt. Verdammt, wollte ich gar nicht. So, lassen wir das mal ganz einmal noch mal weglöschen. So. Oh, ich vergaß. Das war etwas, das ich dir sagen wollte. Bist du da? Ja, na klar bin ich da. So, fackeln wir das auch nochmal ab hier. So, machen wir hier mal schön sauber. Na, jetzt kommt die schon wieder mit irgendeinem Driss. So, auf jeden Fall, das hatten wir jetzt hier. Das können wir nochmal auf. So, gehen wir nochmal zurück. Dann machen wir den Maiskolben mal hier hin. Dann machen wir mal die Klötzchen hier hin. So, dann den Wecker hier hin. Dann die Kreditkarte hier hin. Ah, ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß? Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Wirklich, wirklich bereit? Okay, hör mir gut zu. Psst. Ich bin deine Nachbarin. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich und eine schmale Wand zwischen uns. Von seiner Nachbarin Sugarplums. Schön interessant. Mach schon einen Ort da rein. Dann mal hier noch, da war mal das noch. Dann das bestellen wir hier. Das bestellen wir hier. Das bestellen wir hier. Das bestellen wir hier. Das bestellen wir hoch. Das bestellen wir hier. Oh. So, da warten wir mal ganz kurz ab. Das wird das große Finale quasi werden. Ich weiß nicht, wie viel Gold wir da noch. Wie viel Geld wir noch haben. Der fängt da an, hinten zu rühren. Das hat er noch nie gemacht. Spinnchen, du bleibst diesmal am Leben. Hast du diesmal Glück? So. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage. Dunkle Schneewolken kommen aus der Nahen Richtung auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Haltet euch warm. Hey. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über die Stadt. Der Wettermann. Okay, gar nicht witzig, aber. So, Piratus. Bildikus, hast du nicht gesehenikus? So, warte. Was haben wir denn hier? Ah, verbrennen wir uns mal wieder. Zack, Rinnenwarenkorb. So, den auch noch öfter hier. Spinnen. Der Büsch. Okay, davon wieder nicht. Ach ja, den Pirat hier noch rinschmeißen. Da noch mal ein Bild reinschmeißen, das noch mal da reinschmeißen, hier die noch mal da drin. Na, komm, gehen wir mal die Sachen aus, dann sind die schneller da. Zack, mein Bild hier noch drin. Boah, furchtbar. So. Ja, immer noch 44. Dann den. So, das können wir schon nicht mehr bestellen. Schade eigentlich. So, egal. Als großes Finale, also wie gesagt, das ist die letzte Folge von, ja, erst vorübergehend erstmal die letzte Folge von Daily Roundup mit Embrog. Wir warten hier noch auf das kurze Päckchen, dann werden wir alles hier zusammen chaosmäßig mal anfackeln, mal sehen, was hier passiert. Ja, und warum und weshalb, deswegen habe ich euch erklärt. Ich sage einfach mal an dieser Stelle, lass uns das mal schneller zuschicken, warum warten wir darauf eigentlich? Komm, 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 bock. So, wenn wir mal jetzt zum großen Finale hin alles anfackeln. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Tja, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wäre dann Gaming in the Morning und zwar morgen. Und wie gesagt, ich werde ein bisschen mehr an Gaming in the Morning rumschreiben und dann ja, in der Hoffnung, euch etwas besser qualitativ hochwertiges bieten zu können. Deswegen nehme ich jetzt einfach diese Geschichte hier erstmal komplett raus und fackel jetzt das hier. Mal komplett alles an. Mal sehen, was hier geht. Oh, da hageln die Kombos.
Und das Cash. Ja. Also Dinge gemeinsam zu verbrennen lohnt sich scheinbar auch. wir haben gerade nämlich unser Cash verdoppelt. So, mal sehen, ob ich das vielleicht irgendwann mal für euch zu Ende entzünde hier alles oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis morgen früh. Embroke, signing out.